Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute ein Make-up-Tutorial zeigen und zwar mit Drogerieprodukten, also ausschließlich Drogerie-Kosmetik-Artikel unter 10 Euro. Und außerdem ist es, möchte ich das Video so nennen, also ein Nichts-Kaufen-Make-up-Tutorial, dass wir die Dinge vielleicht mal benutzen, die wir haben, vielleicht schon länger haben. Und die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und die wir irgendwie nicht mögen oder sie vergessen haben. Schaut doch einfach mal in euren Schminkutensilien nach, was ihr so alles habt, also an Farben, an Make-ups. Und ich bin mir sicher, dass sich da einiges anfindet. Ich habe zum Beispiel diese Palette von Revolution mir mal gekauft vor ein paar Monaten und habe so ein bisschen ziemlich lieblos damit eigentlich geschminkt. Relativ wenig und war nicht so begeistert und möchte heute noch mal einen Versuch wagen. Und mal sehen, wie die sich anstellt, die Farben. Es soll ein Alltags-Make-up werden. Beginnen wir mit einer Foundation. Das ist die von Max Factor. Also alles unter 10 Euro. Diese Skin Luminizer Golden Beige. Da werde ich mir jetzt ein bisschen was auf den Handrücken geben. Und einen Foundation-Pinsel. Und trage das jetzt mal Augenpartie auslassen. Großzügig. Nee, großflächig, nicht großzügig. Ich benutze mal relativ wenig Foundation, nur dass so ein bisschen der Ton ebenmäßiger aussieht. Man hat ja doch so ein bisschen rote Flecken. Also ich mag die sehr gerne. Ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich nicht so viele Foundations benutze. Eigentlich immer nur so drei, vier. Höchstens, nee, eigentlich nur drei. Gut, man kann sich natürlich ständig welche kaufen, aber man muss sie ja auch benutzen. So. Gut. Das Gesicht ist natürlich eingecremt, mit Feuchtigkeit versorgt. Okay. So. Also ich sehe gerade, dass ich das hier nicht abgedeckt bekomme. Jetzt benutze ich mal einen Concealer ausnahmsweise. Und das ist ein ziemlich heller. Mal sehen, ob das funktioniert. Der ist von L'Oreal. Ich gebe das mal mit dem Foundation-Pinsel auf. Dass ich praktisch eine Mischung von Foundation und Concealer auf der Haut habe. Und siehe da, die roten Fleckchen sind weg. Hier auf der Wange auch etwas. Ja. Es vermischt sich ganz gut mit der Haut. So. Und jetzt möchte ich. Ne, das Rouge trage ich später auf. Ach so, beginnen wollte ich eigentlich mit diesem Nagellack. Das ist von der Firma Essence, die. Farbe nennt sich Rosewood Forest. Ist eine unkomplizierte Farbe, ist so ein, na, so ein Rosenholzfarben eben. Lässt sich schön auftragen, hält so 3 Tage, länger nicht. Also es sei denn, man macht nichts, aber wenn man Hausarbeit macht oder ihr kennt das ja, ne, wenn man sich die Nägel lackiert, dass man schnell so ein Datschen dran hat und dann sieht es nicht mehr schön aus. Aber man kann den auch super nachlackieren. Also, und er hinterlässt auch keine verfärbten Nägel, wenn man den also abmacht. So, jetzt fangen wir mal an. Ich nehme einen Verblenderpinsel und gehe, in welche Farbe gehe ich denn jetzt mal? Ich gehe erstmal in diese hellste Farbe hier. Nicht die ist die hellste, ist eine mittelhelle Farbe. Und also es trägt sich schon mal auf den Pinsel toll auf. Und auf dem Auge auch. Man sieht allerdings relativ wenig. Gut, ich will jetzt auch kein kreischendes Make-up machen, sondern ein alltagstaugliches für jeden Tag. Also, ich glaube, ich habe die falschen Pinsel benutzt. Ich hatte sonst immer so einen flachen Eyeshadow-Pencil benutzt und da ging das nicht so gut. Wahrscheinlich, weil die lockerer sind. Also lässt sich die Farbe durchaus besser auftragen. So, und dann nehme ich ein bisschen dunkleren Ton, den hier, und gehe damit mal in die Lid. So, okay.
in die Lidfalte, um das ein wenig nach hinten treten zu lassen. Jetzt habe ich es ein bisschen drüber gemalt. Doch lässt sich ganz gut auftragen. Also hier mit der Narbe habe ich ja nun wirklich ein Problem. Ich will mal extra hier betonen. Jetzt verblende ich das nochmal. Dann werde ich jetzt einen Eyeliner-Pinsel nehmen, feuchte den ein wenig an. Weil wenn wir ein pudriges Produkt mit einem feuchten Pinsel auftragen, ist die Farbabgabe auf jeden Fall besser. Ja. Es ist nur so ein Hauch von einem Lidstrich. Das Ganze machen wir dann auch unten. Am unteren Wimpernrand. Es wirkt jetzt nicht so hart wie ein Kajal. Also ganz soft. Ganz wenig nur, sehr dezent. Ich glaube, ich habe den Pinsel zu feucht gemacht. Oder? Nee, soll ja ein alltagstaugliches Make-up werden. Jetzt habe ich hier so einen Highlighter. Ein Highlighter von, ein cremiger Highlighter von Alverde. Der gestaltet sich in der Handhabung äußerst schwierig, weil er sehr kompakt ist, sehr fest, sehr dick, also wie so eine Penatencreme fast. Und jetzt werde ich mir wieder mal einen Pinsel, so einen kleinen Pinsel anfeuchten. Bei trocken geht es überhaupt nicht. Ich gehe da mal ganz vorsichtig rein. Es funktioniert wirklich, da muss man ein bisschen Geduld haben. Und gebt mir in den Augenwinkel ein klein wenig Highlighter. Und wenn euch das jetzt, der Farbunterschied zu krass ist, könnt ihr nochmal mit dem Verblenderpinsel, wo noch ein bisschen Lidschatten drauf ist, drüber gehen. Und jetzt tusche ich mir die Wimpern. Das ist diese Doll and Glam von Catrice. Die hat so ein etwas geschwungenes Bürstchen und ein feines Bürstchen, also für nicht so lange, nicht so voluminöse Wimpern, also für meine Wimpern geeignet. Schauen wir mal, wie das ist. Also ich habe es schon mal probiert. Ja, die Farbabgabe ist jetzt, man muss öfter einfach drüber tuschen. Gut. Ja, und nicht pumpen. So, ihr Lieben, die Wimpern sind jetzt getuscht. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, deswegen habe ich das auch ausgeschaltet. Lässt sich schön auftragen, aber man muss, glaube ich, ja, so 3-4 Mal muss man auf jeden Fall drüber gehen und relativ schnell arbeiten, weil die rasch eintrocknet. So, die Augenbrauen, die fülle ich jetzt noch ein bisschen auf, auch mit einer braunen Farbe. Die haben keine Namen, also doch anscheinend, doch die haben glaube ich Namen, aber so Fantasienamen. Also ich fülle die jetzt so ein klein wenig auf. So, nun kommen wir zu dem Rouge. Also ich habe leider kein Drogerie-Rouge, also was man in der Drogerie kaufen kann. Aber ich habe, das ist auch unter 10 Euro, dieses Rouge von
The Body Shop, das ist so ein flüssiges Rouge. Und das tupfe ich mir jetzt mal hier drauf. Wow, das ist ganz schön orange. Okay. Das ist erfrischend. Das kühlt so. Das trocknet also auch nicht aus über den Tag. Und nun nehme ich den Foundation Pinsel und werde das noch so ein wenig verteilen, dass das ganz, ganz natürlich aussieht. So, ist doch schon relativ schnell getrocknet. Man kann natürlich, wenn man jetzt ein bisschen, also merkt, man hat zu viel Rouge drauf, kann man nochmal mit wenig Foundation darüber gehen. So. Nun wage ich mich nochmal an den Highlighter ran. Habe jetzt hier so einen flachen Foundation-Pinsel, feuchte den auch an. Entweder Wasser. Ich habe jetzt hier in dem kleinen Fläschchen Rosenwasser drin. Und tupfe das hier so rein. Und gebe ein klein wenig Highlighter noch auf die Wangen. Alles nur so ein Hauch. Weil wir wollen ja nicht immer so geschminkt aussehen. Ein bisschen Farbe schon im Gesicht, aber wenig. So. Für die Lippen benutze ich jetzt, das ist so ein Nude, ist der von L'Oreal oder von Maybelline, einen Lip Liner, um die Konturen ein wenig nachzuzeichnen. Und das ist von der Firma Catrice, ein cremiger Lippenstift in der Farbe, ich zeige euch den mal, Café au lait. Der schmeckt und riecht ganz toll nach Kaffee. Und den habe ich auch schon öfter probiert, denn also mit dem war ich sehr zufrieden. Der trocknet auch nicht aus. So, ihr Lieben, der Look ist jetzt fertig. Ich halte mal meine Augenlider in die Kamera. Also, meine Meinung zu der Palette ist wirklich positiv. Kostet unter 10 Euro und man hat wahrscheinlich ewig was davon. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Farben drin. Von hell bis ganz dunkel. Lässt sich mit dem richtigen Pinsel also sehr schön auftragen. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Verblenderpinsel dafür genommen, weil er einfach lockerer ist und weicher als so ein normaler Eyeshadow-Pencil. Wo habe ich denn den jetzt? Wo habe ich denn den hin? Ich weiß nicht. Ach, hier liegt er. Da bin ich nochmal in die Lidfalte mitgegangen. Aber die Farbabgabe, das hatte ich schon mal ein paar Tage davor probiert, war nicht besonders. Also ich glaube, das hängt auch oft mit dem Pinsel zusammen, wie sich ein Produkt auf dem Auge gestaltet. Man musste einfach so ein bisschen rumprobieren. Jeder hat also seine eigene Erfahrung. Ich finde, es ist ein frischer, natürlicher Look. Alles geschminkt mit Drogerieprodukten unter 10 Euro. Ich schreibe sie gerne für euch in die Box. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen, beim Nachschauen eurer Kosmetikutensilien. Und ihr findet bestimmt das ein oder andere, was ihr länger nicht benutzt habt. Und nehmt es einfach mal wieder zur Hand und probiert irgendwelche Looks aus. Das muss ja jetzt nicht so... Es ist nicht ganz nudig. Es ist so ein... Was ist das für eine Farbe? Ja, das ist so ein grau-braun irgendwie. Es bringt aber die Augen auf jeden Fall zum Strahlen, passt auch zu allen Augenfarben. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag und seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao!